Ich hab die Carlitos gesehen. Carlos sucht mal wieder seinen Teller. Carlitos, das sieht richtig geil aus. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gestern schon angereist, wollte ich jetzt sagen. Nee, angereist jetzt nicht. Wir sind in Dortmund. Ja, wir sind schon gestern Abend hier angekommen. Haben gebraucht 2 Stunden, würde ich behaupten. Ja, ein bisschen Stau. Und vor allem, wie heißt es? Baustellen, genau. Aufgrund der Baustellen hat es dann halt noch mal ein bisschen länger gedauert. Die Kamera da drauf gemacht. Also wir sind bei meiner Schwiegereltern in Dortmund. Die Nacht, die war so, ja, will mich gar nicht beschweren. Also klar, zu Hause ist es am schönsten und natürlich auch ein bisschen anders. Aber so im Ganzen haben wir dann doch ganz gut geschlafen. Carlitos, dem geht es nicht besonders gut oder immer noch nicht. Sein Auge, rechts, muss ich überlegen, ja, rechts. Der ist so angeschwollen. Das hatte er mal gehabt. Da kommt der Carlitos. Vielleicht mag er sich mal kurz zeigen. Nee. Nee. Komm, das Auge ist. Warum? Die beiden. Ich komme sofort, ja? Also das Auge ist so angeschwollen. Das sieht wirklich brutal aus. Hatte ich euch letzte Woche auf Instagram gezeigt. Genau. Ja, ist so eine Nebenhöhlenentzündung irgendwie und das hat sich hier angeschwollen. Hatte der schon mal gehabt vor, weiß ich, vor einem Jahr oder was? Da war das aber hier so, da war hier so eine richtige, so wie eine Beule und das hat auch wehgetan. Jetzt hat er aber keine Schmerzen und ja, nimmt dann Antibiotika und dann geht das halt weg. Was haben wir vor? Meine Schwiegermama, die hatte Geburtstag gehabt. Gestern haben wir ihr schon das Geschenk überreicht, habe euch gezeigt auf... Nee, im DM-Hall, so, ne, war es genau, nach dem DM-Hall zu Hause. Und die hat sich übelst gefreut. Dann waren wir noch Moncherie einkaufen, gestern Abend noch. Das hat sie dann auch bekommen. Ja, wie gesagt, die hat sich gefreut. Und heute gehen wir mit der Familie essen, und zwar beim Chinesen. Da waren wir ja schon mal. Das ist einfach der Wahnsinn. Da ist so halt... Also ob es diese heute wieder gibt, wahrscheinlich, ne? Diese Katzenroboter, richtig, richtig cool. Die Kinder, die reden halt schon die ganze Zeit davon. Ja, wir haben gefrühstückt, waren frische Brötchen holen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Kurz vor 12. Ich glaube, die Uhr geht eine Stunde falsch. Ich glaube, kurz vor 11 müssten wir haben. Hello, komm mal her. Hallo, Mama. Anna. Ich kriege gerade Besuch von Luise. Anna. Na? Ja, jetzt sind da, ne? Und da geht Mama falsch. Und da kann Mama falsch. So. Und Lisa will sich dazu setzen. Oh, warte, Luisa. So. Oh. Luisa sitzt jetzt hier. Also ich bin das Ganze vor Ort mit für euch. Also immer wieder mal, ne, so was ich esse und so, ein paar Einblicke und ansonsten wieder verteilt über den Tag. Ein richtiger Familienvlog wieder. Ja, das Licht ist hier nicht so besonders, also die Wohnung ist nicht besonders hell. Ich melde mich dann einfach später, spätestens da, wenn wir im Restaurant sind. Ja. Echt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Zeige ich noch ihm, was ich anhabe. Ich habe die Carlitos gesehen. Pullover von Chiquelle, den ich wirklich sehr gerne trage. Und ich habe jetzt meine Jeans an von Shein. Das ist eine Schwangerschaftshose. Ja, also nichts Besonderes. Hauptsache bequem. Da sind wir wieder. Hey Lilina, siehst du Fische? Ich sehe gar nichts. Hier, ja, meinst du? Ja?
Ach, da hinten? Nee. Anlage. Ah ja, komm hier, Jano, Melina. Da sind die. Das ist mega voll. Na? Ja. Wir laufen gerade zu unserem Tisch. Mit dem einen. Eigentlich gleich mit den anderen. Melina sitzt da, Jano hier. Ja, dann komm, Jano hat Hunger. Also mein erster Gang schaut so aus. Und die Luisa, die ist auch ganz toll. Oh mein Gott, wie süß. Melina. Guten Appetit. 61. Carlos sucht mal wieder seinen Teller. Das nächste Teller, Carlitos, das sieht richtig geil aus. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Oh mein Gott, wir haben alle im Auto geschlafen, bis auf Carlitos. Carlitos ist Auto gefahren. Und boah, ich war so fix und fertig. Es war richtig, richtig schön und lecker beim Chinesen. Wir haben super gut gegessen. Und ich war erstaunt, wie viel Melina heute gegessen hat. Also, am Ende sah man wirklich so ein kleiner Bauchlein, ja, weil hier, sie hatte so ein engeres Pulli an, ja, und das sah echt aus. Die hat echt viel gegessen. Entschuldigung, ich bin total müde. Wir haben im Auto dann alle geschlafen. Carlitos war am Fahren. Und somit war die Fahrt traumhaft. Also wir sind ja hin, haben wir 2 Stunden gebraucht und zurück 1 Stunde 15 Minuten oder was. Das war wirklich wunderschön. Jetzt ist so kalt, also heute, ne? Boah, ist so, so kalt. Ich wollte jetzt mal Wasser kochen, denn ich möchte einen Tee trinken. Ich trinke einen Fencheltee. Ja, Schatz? Ja, mache ich dir sofort. Ich weiß nicht, ob der Carlos auch was trinken möchte, aber ich koche mal viel Wasser und dann frage ich ihn gleich, denn der ist gerade irgendwas am Machen an seinem Auge. Wasser ist am Kochen, gleich ist es fertig. Kinder sitzen hier und Jano möchte irgendwie falten. Luisa spielt hier mit den Rollen, Tesafilm und Melina ist am Malen. Sie möchte gerne, dass ich mit ihr male. Mache ich jetzt gleich. Sie wollte, dass ich ihren Namen schreibe. Mein Tee ist gleich fertig. Achso, wir haben noch Kuchen mitgenommen. Denn wir waren ja in Dortmund, weil die Schwiegermama, also meine Schwiegermama, die hat Geburtstag gehabt. Die hat sich übrigens sehr übers Geschenk gefreut, ne Mur? Ja. Würdest du auch sagen, oder? Es ist richtig gut angekommen. Maja, willst du so alt machen? Richtig, richtig gut. Und ich habe noch Schal an mir. Aber ich habe nicht mehr, das Highback. Nein, aber hier ist einfacher, das okay. Ist für Kinder, das nicht. Also, guck mal, richtig. Richtig kalt. Ist sie kalt? Nee, ne, aber irgend dir? Ist schon kühl. Während des Films bin ich schon zweimal am Gähnen. Ich bin immer am Gähnen. Ha, ich habe dich angesteckt, während ich filme. Ach so. Carlitos am Gähnen. War schön in Dortmund? Ja. Das war die angenehmste Fahrt überhaupt. Ja. Überhaupt. Also, das habe ich schon gemacht von meinem Namen. Ja. Das habe ich schon gemacht von meinem Namen. Ja, das ist schön. Mi, jetzt ein L. Ah, das ist doch richtig. Das ist L. Okay. Und das? Ich habe richtig gesagt. Nee, das gehört nicht dazu. Doch, das kommt auch dazu. Das ist ein M. Aber da kommt noch ein I. Richtig. Süß. Also, was soll ich gesagt haben? Ja, Luisa hat dich dann rechts in ihrem Sitz. Sie war am Schlafen. Nein. Sie liegt eigentlich immer sehr bequem, weil sie einen Balken vorhat. Und dann liegt die da so auf ihre Decke.
Ich habe es mir bequem gemacht. Ich hatte Plüschtier von Luisa. Das ist dieses kleine Wildschwein. Genau, den hatte ich, hast du gesehen, wie ich da lag? Den habe ich dann auf den Sitz gemacht. Ich lag dann so. Und meine Hand war so. Mama, die ist Melina, das ist das letzte Buchstabe, der kommt nach dem hier. Und der Janito, der war nämlich hinten, der saß nicht vorne, der war hier so angelehnt. Das war so richtig schön warm. Und Leute, ich habe so gut geschlafen. Oh mein Gott, ich könnte weiter schlafen. Das ist keine Zahl, das ist ein Buchstabe. Welcher Buchstabe? Da steht jetzt Mel. Und jetzt kommt ein I, was du eben sagtest, mit dem Strich, ist nicht dabei. Ja, da du alles in groß schreibst, ist es tatsächlich nur ein Strich. Nicht traurig sein? Die Mama kriegt alles weg. Warte, warte, warte. Bestimmt zweimal ausgegangen. Guck mal, das wird heller. Ne? Weil das weiß ist. Wie ein Radiergummi. Ich habe jetzt einfach mit einem weißen Wachsmalstift drüber gemalt. Nicht traurig sein. Jetzt malt mal mit dir, okay? Willst du die Farbe aussuchen? Ich will das hier malen. Vom Kleid, das Oberteil. Welche Farbe nehmen wir denn da? Rot. Rot haben wir, glaube ich, nicht. In dem Rot soll ich das machen? Oh, blau würde ich gerne machen. Blau kommt hier. Ja, okay, dann mache ich das. Und du machst das Rote. Wo? Hier? Hier? Die Schleife. Die Schleife wird blau. Okay. Aber das ist das. Das ist gar nicht. Nur die Schleife hier unten. So, das ist viel zu schwer. Für dich. Wow. Blau ist eine schöne Farbe. Guck mal, einen anderen. Ach, der Jan möchte was falten. Wir haben so ein Faltbuch, was wir mal vom IKEA mitgenommen haben. Aber ja, irgendwie, das ist total schwierig. Gesucht, das ist auch nicht viel leichter. Nee. Du musst die grünen, steht da, die sind einfach. Die blauen sind sehr schwer. Also ich so ein paar Sachen grünen. Kann ich auch. Boot. Ja, so ein Boot ist einfach. Das oder dieses, ich weiß nicht, man das nennt, was man hier so machen kann, so auf und zu. Und dann kann man das aufmachen und da was draufmalen oder schreiben. Das ist doch auch cool, Jano. Soll ich dir das mal zeigen, Jano? Ja? Sollen wir das machen? Dann schreiben wir da nämlich so Zahlen drauf. 1 bis 8 oder 6. Das, 8, glaube ich. Und dann sagt man eine Zahl, die da abgebildet, also angezeigt wird. Hat immer 4 Zahlen gezeigt. Und dann nennst du die und dann öffnest du die und dann kannst du da entweder was Nettes schreiben. Gianno? Boah, das ist doch bestimmt auch schwer, Terne. Aber kein Grün. Mama, hier reinkommt gar kein Grün. Nee, magst du nicht grün? Doch, grün magst du doch auch. Du magst alle Farben, oder? Okay, so, Wasser ist gekocht. Es ist dunkel. Oh mein Gott, ich habe hier noch nichts hochgefahren. Hey, wie bitte? Ach, danke. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Dankeschön. Dann nehmen wir die Tasse mal mit. Ah, ist die heiß. Fencheltee, der wird mir gut tun. Nicht, dass wir krank werden, ne? Es war nämlich richtig, richtig kalt draußen. Es ist richtig, richtig kalt. Was ist das? Ja, mache ich jetzt gleich. Dann haben wir noch Kuchen mitgenommen. Das ist schon zu Ende. Ja, weil sie wollte halt, die Schwiegermama, die wollte, dass wir nach dem Chinesen nochmal zu ihr nach Hause kommen, um Kuchen zu essen. Und ich dachte mir, nee, ganz ehrlich, nach dem Chinesen, ja, nachdem wir da Chicken Eat gegessen haben, sind wir nachher so voll, dass wir danach nicht noch Kuchen zu Hause essen wollen. Deswegen nehmen wir es mit. Und im Auto war es halt schon recht kühl, ne? Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie schlecht geworden ist. Und jetzt kommt er in den Kühlschrank. Und es ist richtig gut. Ja, können wir machen. Ich versuche das mal so zu zeigen. Nee, ich muss die Kamera drauf zeigen. Fliegen. Zeig jetzt die Kamera drauf. Und ich kann das doch gar nicht, Jana. Luisa! Der Papa soll das machen.
Schaut mal, so sehen die aus. Aber ich bin immer noch voll. Aber für nachher, ja, nach dem Abendessen, wobei wir werden alle nur eine Kleinigkeit essen. Ja, wir werden dann nur halt noch so ein Süppchen essen, so eine Hühnersuppe oder so, was Leichtes. Ein bisschen Brot dazu und ja, dann noch diese Törtchen. Die tue ich jetzt in den Kühlschrank stellen. Mama? Ja, Schatz? Mir gehört das Schwarze. Braune. Ne? Mir gehört das Braune. Das genau, da sind zwei von. Ja. Ja. So, dann kommt das jetzt hier rein. Wir haben jetzt 10 nach 7. Ach Quatsch, 10 nach 5. Boah, wie kann man so verwirrt sein? 10 nach 5. Nein, Luisa, diesen Stift nicht. Luisa versucht. Oh, sie liebt diese Stifte. Ja, das ist nicht gut. Ja. Sie liebt diese Stifte so, so sehr. Da darf man sie nicht alleine machen lassen. So süß, mein Mädchen. Ach, das sieht doch klasse aus. Was ist das? Eine Katze? Das sieht doch cool aus, Jano. Das schafft er. Das schafft er. Da kann ich dir helfen. Dann höre ich mal eben gleich ein Jano. Ich beende auch jetzt hier das Video. Ich meine, filmen ist gerade sowieso nicht so toll wegen des Lichts und draußen, man sieht es schon mega dunkel. Hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video.